Gott hat mir versprochen, dass wir, sobald wir das Kappeln haben, er eingreift und uns auch Neupriester und Neuschwestern bringt. Die Schwestern, wo wir inzwischen schon haben, die haben noch nicht so das Gefühl gehabt, wie es dann nachher sein wird, dass die Schwestern und die Priester untereinander so lieben, wie es die heiligen Schwestern, Therese, aber nicht Connorsleute, das ist ja nicht die Schwester, aber kleine Theresia, ja, von Avila auch. Viele von diesen Schwestern sind geplagt worden, gerade die, wo von Lourdes, wie heißt sie, Bernadette, die wurde so geplagt, die Schwestern waren einfach neidisch, was sie erlebt haben. Sie wollten es ja nicht akzeptieren und haben sie schikaniert, wo sie konnten. Und gerade weil sie in Gott doch glücklich war. Ich sehe es ja von mir, wenn ich so dumm bin, es von mir sage, aber was wird denn gegen mich da geredet? Gemeinheiten und größten Gemeinheiten. Mir persönlich kann es nicht mehr wehtun. Ich habe Gott, das genügt. Aber es tut mir weh für die Person, weil sie in der irren Ansicht ist und weil sie nicht akzeptiert, was Gott mit einem Werkzeug tun möchte. Wir haben hier nicht den Himmel. Große Heilige haben furchtbar gelitten. Und sind dadurch heilig geworden. Ich möchte aber nicht, dass ihr jetzt Schweres tragen müsst. Ihr werdet es ja doch müssen. Ich will es ja nicht. Aber ich möchte, dass ihr versteht, was der Heiland voll Liebe auf die Person schaut, die sich Gott hinschenkt. Es ist hier, man muss sich immer wieder aufraffen dazu, das weiß ich, aber denkt daran, wenn ihr sterbt und ihr steht plötzlich vor Jesus, wenn du für ihn warst und ihn nicht weggeworfen hast, sagte er einmal zu dir, komm in das Reich, das der Vater für dich schon vorher bestimmt hat, den Himmel. Und für den würde ich persönlich alle Leiden von der ganzen Welt, aber das kann ja nur wenn es Gott mir geben würde, tragen. Ich finde das viel schöner, wenn ich nur eine Sekunde, ich war ja schon länger, aber sag's jetzt so, nur eine Sekunde mal vor Gott stehen könnte, ihn anschauen, dann nehme ich alle Erschwernisse der Welt auf mich. Das kann ich aber nur, wenn es Gott mir gibt. Das ist Liebe für Gott. Wir verlangen immer von Gott Liebe. Gib mal zuerst, dann bekommst. Wie kann ich die Liebe geben auf vielen verschiedenen Arten? Große Heilige haben meistens Leid auf sich genommen. Eine Therese von Connorsreuth, eine Therese, wie heißt die andere? Katharina. Katharina Emmerich. Ja, es gibt noch mehr. Sogar Stigmatisierte. Ja, meint ihr, das sei lustig? Das tut so weh. Die welche die Stigmatas haben, als ob sie meinen Nagel immer noch hinein und herum machen. So sagt es Pater Pio.
Und wir Es gibt solche, die vom Herrn immer nur wollen, dass es schön ist, dann gehen sie nicht mit ihm auf den Kalvarienweg. Das ist aber das, keine Liebe in dem Moment. Aber dort, wo er glänzt, wo man ihn begreift, da möchte man bei ihm sein. Aber wenn er furchtbar schwer unter dem Kreuz immer wieder fällt, dann sieht es so aus, als ob man ihm noch die eigenen Sorgen, was nur ein Zündhölzchen ist, noch drauflegt auf sein Kreuz. Er braucht auch, wo er auf dem furchtbaren Kreuzweg ist, braucht er auch uns. Dass wir die Liebe ihm zeigen und Dankbarkeit, dass er das für uns macht. Wir alle sind eine, sagen wir mehr, wo beim Schwerbischof sind, als ein bisschen Versuchskaninchen. Ich auch. Aber es kommt der Heilige Geist, das neue Zeitalter. Frag mich jetzt nicht schon wieder, welche Jahre, wie viele Jahre oder so. Manchmal überlegt, fragt man mich von überall her, wann dann. Ich sage euch ehrlich, Gott gibt keine Zahl. Aber ich bin dumm genug, dass ich, weil ich Gott mehr kenne, als ihr glaubt, dass ich halt gesagt habe, dass ich das Gefühl, dass ich ja mit dem Herrn zusammen habe, dass ich denke, es könnte noch so lang gehen, ich sage es lieber nicht mehr. Spielt das eine Rolle? Vielleicht sterben wir vorher, dann ist was umsonst. Geht es noch länger, dann haben wir immer noch Zeit, uns zu bessern. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, in diesem Jahr wird es geschehen, dann würden viele, vor allem die Jungen, aber heute auch die Alten, würden die sagen, na gut, dann können wir jetzt noch schön leben, wir leben noch schön das alles und dann bevor es anfängt, gehen wir in die Beichte. Diese Beichte wäre nicht gültig, denn es gibt eine Sünde, vermessentliches Heilswissen. Mein Gott, der liebe Gott will ja nur Liebe. Nichts anderes. Aber wenn ich jemand lieben will, muss ich doch... Da hat mir jemand ein Bild geschenkt zu Surrealismus, oder wie man das nennt. Die Nase ist da am Rücken und die Hand ist am Kopf. Aber man sollte mir eine Freude machen. Versteht ihr? Wenn ich einmal Freude machen will, muss ich denken, wie ist der? Wie denkt er? Was ist für ihn schön? Und das ist Liebe. Ich habe schon jeher gesagt, das können meine Leute bezeugen. Was man am anderen stört, das hat man selber. Zu 99%. Oh, jetzt habe ich wieder eine Zahl gesagt. Aber auch ich bin ein Mensch. Aber wie sollst du denn wissen, wie Gott denkt und fühlt, wenn du ihm nichts nachfragst? Wenn du nicht mit ihm eins wirst, sagen wir mal wenigstens im Gebet.